Wie viel Österreichs Politiker und Politikerinnen monatlich verdienen, ist ja gesetzlich definiert. Doch eine Anfragebeantwortung von Bundeskanzler Karl Nehammer sorgt nun für Irritationen. Denn zumindest zwei Staatssekretäre dürften zu Beginn ihrer Tätigkeit zu viel verdient haben. Denn erst wenn den Staatssekretären ihre Aufgabengebiete zugewiesen sind, dürfen sie ein erhöhtes Einkommen erhalten. Und bei den gegenwärtig amtierenden Personen wurde anscheinend diese Summe bereits nach der Angelobung ausbezahlt. Ja, das Kanzleramt, das schreibt von langjähriger Staatspraxis. Also werden die Staatssekretäre von ihren Ministern mit inhaltlichen Aufgaben betraut, bekommen sie monatlich rund 17.000 Euro. Und sind sie nur Vertretungen, sind es etwa 1.900 Euro weniger im Monat.